Oh, hinter ihm, was ist los? Was macht der? Was macht der? Was war das? Wo dann jeder Overwatcher sagen würde, wow, das ist ein Cheat, mein Sohn. Schwierig. Es ist nicht leicht. Höckchenes, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde Overwatch-Cheater-Klatschen. Leute wegzerfisten, die möglicherweise irgendwie sich die cheaten halt. Ich schaue gleich mal kurz noch. Oh, nach dem Score von ihm. Wartet mal kurz. The Suspect 3-1. Okay, also die sind, ja, Runde 2. Also noch ganz am Anfang, da kann man noch nicht... Das gerade eben noch nicht so viel sagen. Wir beobachten mal ganz genau, was er jetzt treibt. Gestern hatten wir echt einen geilen Cheater im Stream, der Wallhack, Aimbot und gegrieft hat. Okay, ich mach mal kurz ein bisschen langsamer bezüglich dieser Headshots. Oh, hat er den nicht gesehen? Er zieht neben den Kopf und drückt ihm ins Gesicht. Wir wissen alle, mit der Deagle kann man sowas easy mal machen. Nichtsdestotrotz sollten wir das etwas im Auge behalten. Ich würde jetzt fast mal sagen, er hat ein bisschen Aim-Unterstützung. Lass uns mal noch eine Runde anschauen, beziehungsweise noch ein paar weitere Beweise sammeln. Wallhack würde ich jetzt erstmal ausschließen, zumal er gerade eben auf Short auch so ultra schlecht gespielt hat. Das habe ich nicht geguckt, aber das sah ziemlich normal aus. Aber ihr wisst ja, im Zweifel immer gegen den Angeklagten. Nee, Quatsch. Das war auch ein Standard-Gesichtsschuss. Gerade das letzte Overwatch war sehr, sehr schwer. Ihr habt auch gemerkt, es gab da sehr viele unterschiedliche Meinungen. Beziehungsweise, was heißt sehr viele? Es gab ja nur zwei Meinungen. Du hast recht mit deiner Drückung des Cheats und du hast Unrecht. Ich würde sogar fast sagen, es war 50-50. Da ist es dann auch so, dass ein Kommentar kommt, in dem man steht, hey, yo, ich spiele schon seit Jahrhunderten Counter-Strike, kenne mich mit allen Cheats aus, der cheatet nicht. Und vier Kommentare weiter kommt ein Kommentar, hey, yo, ich bin echt Profi bei der ganzen Sache, der cheatet brutal. Schwierig, es ist nicht leicht. Auf, komm, zeig uns jetzt nochmal schön hier, was du kannst, Monsieur Cheater. Ja, also das ist alles völlig normal, was er jetzt treibt. Da kann man überhaupt nichts mehr herauslesen. Auch Wallhack-technisch, wie gesagt, also es stand jetzt bei ihm nie zur Debatte und man kann immer weiter davon weggehen. Also er aimt wirklich sehr gut ab, schmeißt auch Granaten an Orte, an denen niemand steht und so weiter und so fort. Natürlich kann es auch eine ziemlich krasse Verdeckung sein von seinen Cheats, aber da will ich jetzt erstmal nichts rein interpretieren. Oben auf Short steht jemand, auf B stehen zwei. Zwei sind auf lang durch und kommen gleich von hinten. Er klatscht ihn ziemlich easy weg. Auch völlig normaler Kill. Ich entferne mich gerade so ein bisschen vom Wallhack, von der Aim-Unterstützung, auch wenn das vorhin so ein bisschen danach ausgesehen hat. Ihr wisst, mit der Deagle kann man auch gut und gerne mal ein paar widerliche Headshots und so Flickshots machen, wo dann jeder Overwatcher sagen würde, wow, das ist ein Cheat, mein Sohn. Aber dann doch nicht. Es läuft ganz gut für ihn. Mitte stehen jetzt zwei, die auch angezeigt werden von den Mates, die spielen gegen die. Also er hat sie auf der Karte sehen können und eben auch den Schuss gehört. Und das war auch sehr raffiniert. Wir machen mal langsam. Oh, er bleibt stehen. Er ist eben kurz stehen geblieben, aber sehr, sehr kurz. So, einer ist in der Grube, den hat er auch feststellen können, denke ich, durch den Mate, der gerade eben durchgegangen ist und dann gestorben ist. Oh, Feuer. Er springt und springt und springt, aber es wirkt halt so, als würde er einfach springen, also ohne irgendwelche skriptische Unterstützung. Oh shit, dude. Gonna die. Ach übrigens, die Gewinner des Skinbaron-Giveaways sind folgend. Die P90 Isle of Spray wurde gewonnen von Angefroren und die AK-47 Aquamarine Revenge von Dominik Schweinzer. Ihr zwei meldet euch bitte hier unter dem Video, so von wegen, oh, ich hab gewonnen. Und dann werde ich euch darauf antworten und eure Steam-Links fordern. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, die Skins abzuholen. Ihr wisst ja, aktive Community und sowas, da gehe ich natürlich davon aus, dass jedes Video geschaut wird. Okay, Rose, was da? Oh, hinter ihm, was ist los? Was macht der? Was macht der? Was war das? Hat er gerade einen epileptischen Anfall gehabt, oder wie? Er hat den Boden geneift. Also ich meine, wahrscheinlich voller... Oh nein, ich darf nicht getroffen werden. Aber das sah lustig aus. Es freut mich übrigens sehr, wie gut Resident Evil ankommt. Also das finde ich nice. Zumal ich dachte, dass so viele von euch Schisshasen sind. Eine schöne Überraschung, ja. Ich dachte, es läuft schwierig an. Beziehungsweise schwierig weiter. Die zweite Folge erschien ja gestern. Ich weiß nicht, wie die läuft oder laufen wird, weil ich, weil sie jetzt noch nicht erschienen ist. Es ist jetzt gerade Dienstag. Aber die erste kam, wie gesagt, schon sehr, sehr gut an. Das hat mich echt gefreut. Oh shit, er hat von hinten voll auf die Fresse bekommen. Von seinem Mate. Und das war jetzt noch nicht mal ein Headshot. Ich glaube, ich gehe von dem Aimbot weg. Das sah am Anfang halt echt Aimbot-mäßig aus. Aber... beziehungsweise aim unterstützend aus, aber gerade vor zwei, drei Videos habe ich mit der Deagle auch so richtig eklige Headshots gedrückt, also so in der vollen Bewegung, mein Fadenkreuz ist nicht auf ihm drauf, ich drücke ab und er ist tot. Ich werde jetzt einfach mal hier die insuffizienten Evidenzien bestätigen und hoffe einfach das nächste Mal wieder auf einen deutlich härteren Cheater. Also diesen Spinbotter, den wir bis jetzt mal hatten, das war glaube ich so der krasseste. Also wo wirklich jeder sofort sagt, da stimmt doch was nicht. Heute Abend ist übrigens Livestream, Kinder. Heute Abend ist wieder ein Livestream. Um 19.30 Uhr geht's los. Den Link zum Livestream findet ihr in der Videobeschreibung. Um 19.30 Uhr geht's los, habe ich schon gesagt, keine Ahnung. Also ich werde auf jeden Fall Counter-Strike wieder machen, vielleicht auch eine Runde GTA
online, beziehungsweise auch schon mal in Resident Evil reinschauen, also auf schwer eben. Mal gucken, wie es eben so mit der Zeit hinhaut, aber ich freue mich schon auf euch. Also heute wieder Livestream in 2,5 Stunden. Das ist so schwierig, heute ist nämlich noch nicht Donnerstag, es ist dann immer so schwierig auch daran zu denken für die Aufnahmen. Aber jetzt habe ich endlich mal wieder ein Video, wo ich es wirklich richtig eingebaut habe und nicht im Nachhinein einfügen musste. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, meine Augen. Die werden direkt getroffen, oder die wollen sehen.